Moin, Servus, guten Tag. Und ja, wir fangen heute mal ganz, ganz entspannt an, so wie es sein soll, an diesem schönen Sonntag, Sonntag, Sonntag. Es ist mal wieder Sonntag und ich habe mich neulich daran erinnert, eigentlich sind ja meine Videos immer so ein bisschen auf den Sonntag. So, und ich weiß, ja, Saschka macht Videos, auch alle auf den Sonntag, ist mir aber vollkommen Latte, weil Saschka macht Gossip, ich mache Hass und Hetze. Ja, wie geil ist das denn? Ein bisschen Hass und Hetze, ein bisschen neues Krams. So, also, fangen wir mal an, ganz entspannt. Was war los, was ist los und was bewegt mich? Weil das ist ja quasi mein Videotagebuch. Oft schreibe ich es unten in die Capture, in diese Kanalinfo rein. So, das ist ja in erster Linie für mich, aber ich freue mich über jeden, der reinschaut. Also, fangen wir mal an. Erstens, mein Auto, Bob. Mein Auto hat einen Namen, ja, es heißt Bob. So, und der letzte kleine Scheiß, der mich zum Wahnsinn getrieben hat, ist erledigt. Denn, wer mich nicht bei Instagram verfolgt, der wird es nicht wissen. So, gucken wir mal. Wo sieht man es? Da sieht man es. So, hier. Für alle, die es sehen wollen. Da ist ein Riss. Dieses kleine Stück Gummi. Dieses kleine Stück hier, ne? Das da. Das ist einer der Gründe. Dieses kleine Stück Gummi. So lang wie mein Ringfinger. Mit zwei Schellen, wo meine Finger gerade sind, ne? War es fest. Da fließt sehr heißes Wasser durch. Kühlwasser für den Motor. Und dieser kleine Riss, der da ist, der sieht aus, als wenn da irgendeiner mal mit einem Schraubenzieher reingestochen hat oder so, weil es ist wirklich ein ganz sauberer Stanz. Also quasi Schraubenzieher irgendwie aus Versehen reingestanzt und dieses kleine Scheißerchen wird, wenn es heiß ist, weich, dehnt sich aus durch den Druck und spritzt meine Kühlflüssigkeit nach draußen. So, und das habe ich beim durch Zufall beim Tanken. Weil ich konnte nicht glauben, warum muss ich denn immer noch alles nachfüllen? Warum verliere ich immer noch alles? Es ist doch alles soweit gemacht. Thermostat ist gemacht, alles neu abgedichtet, alles ist dicht, es kommt raus. Dann bin ich tanken gefahren, keine Werbung, nur ist bei mir die Tankstelle meines Vertrauens. Wirklich keine Werbung. Ist bei uns hier die schöne Tankstelle mit einem gelben roten Schild, mit einem gelben großen Schild. Fahr dahin und dachte mir so, alles klar, ich tanke. Da habe ich getankt und dann stand ich daneben und dachte so, naja, ich bin ja ein paar Meter gefahren. Man kann ja mal gucken, was da vorne los ist. Mach die Motorhaube auf, gucke rein und sehe, es tropft leicht. Dachte mir, okay, könnte ja eine von den beiden Schellen sein. Hat sich vielleicht was gelockert, das ist eine Schelle. Das sind so Metallschellen, die schraubt man und die ziehen sich immer weiter zusammen. So, alles klar, nehme ich einen Schraubendreher. In dem Augenblick, wo ich nur gegengekommen bin, weil ich die Schelle, diese Schraube der Schelle verfehlt habe, habe ich quasi nicht die Schelle getroffen, sondern dieses, ne,
Dieses, also ich habe nicht die Schelle, die hier saß, getroffen, sondern ich bin gegen das Gummi gekommen, was ja durch die Hitze weich war. Und in dem Augenblick, Spratz, da kam da richtig was raus. Wo ich dachte, Moment mal, ich bin doch nur gegen das Gummi gekommen. Wieso kommt denn auf einmal nicht aus der Schelle irgendwie Wasser raus, sondern auf der Rückseite von diesem Gummiding? Und da war mir klar, okay, alles klar. Auf rein Verdacht, weil ich mir dachte, ja gut, wenn es nicht an der Schelle liegt und es, wenn ich gegen das Gummi komme, absolut rausläuft, wird das seine Gründe haben. Also fahren wir mal schnell zu meinem guten Kumpel Björn. Hm. Grüße gehen raus, Björn. Ich weiß, du guckst vielleicht auch ab und zu. Oder du guckst immer mal rein. Ganz liebe Grüße hier von meiner Seite. Aus dem Führerbunker. Nein, Quatsch. Blödsinn. Ganz normal hier aus dem Hauptquartier von Hass und Hetze. Nee, aber ernsthaft. Ich bin dann rübergeballert, hab ihm das erzählt. So, und er meinte, ja, müssen wir mal schauen. So, ne? Da haben wir geguckt. Mit einem Spiegel. Und ja, da war zu sehen, da kommt was aus dem Gummi. Ist so, alles klar. Haben wir geguckt, er hat keinen Gummischlauch, ich habe keinen. Dann bin ich los und liebe Grüße gehen raus. Staubmeister an den guten Mann. Ich weiß seinen Namen nicht, aber er meinte halt, wir haben zwar noch nicht wirklich offen, aber ey, komm, mach. Ja, dann habe ich mir da was abgeschnitten aus einer Schottkarre und deswegen ganz liebe Grüße, falls du das siehst. Durfte mir den Krempel umsonst mitnehmen, musste nichts bezahlen, keine Wasser, Geier, was sie haben wollen, wenn ich da irgendwas ausbaue. Und jedenfalls, Wochenende später wieder zu Björn und das Ding ausgebaut. Er hatte leider keine Zeit, ich musste viel selber machen. Zum Schluss hat er mir noch geholfen, weil ich echte Probleme hatte, den neuen Schlauch überhaupt einzubauen, weil das... Der neue Schlauch ist halt neuer, nicht so flexibel und er hat mir da echt ganz dolle geholfen. Total lieb. Aber wo ich das Ding ausgebaut hatte, habe ich ihm das gezeigt. So, und hier, schau mal. Und das ist kein Riss, der passiert, wenn das aufplatzen würde. So, Funk und dann ist da ein riesen Riss und oder irgendwie so. Sondern man sieht ganz deutlich, das ist... Schraubenzieher oder Messer, irgendwas ist da reingestochen worden. Hundertprozentig, so sieht es aus. Auch die Form, man sieht auch, dass das kein Schnitt ist oder kein Aufplatzen, außer dass es ausgefranst ist, wo das Gummi auseinandergezerrt wird, sondern das ist wirklich, also für mich ist klar, das war ein Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher rein und damit ist dort ein Loch entstanden. Für mich, wie gesagt, kann auch sein, dass es nicht so ist, aber das, was ich sehe, würde ich sagen, das war ein ganz normaler Schlitz-Schraubendreher, der irgendwann irgendwie, weil so, wenn das aufplatzen würde, würde es nicht an einer bestimmten Stelle so klein und so exakt fast rechteckig aufgehen. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Das neue Stück Rohr ist drin, das Auto ist heile. Thermostat funktioniert, auch der Kühler, da ist ja der Deckel vom Kühler, hat ja auch ein Metall, der öffnet, wenn es heiß ist. Und dann ist bei mir, neuere Autos haben einen Ausgleichsbehälter, den habe ich nicht, sondern bei mir ist es, wird es sehr heiß, öffnet der Deckel, der hat ein Metall, ein Bimetallring, sieht aus wie eine Feder, der öffnet und dann geht der heiße Wasserdampf durch ein Rohr, also ein Schlauch eigentlich, der war nie dran. Ich habe den vom Baumarkt, habe ich mir einen Schlauch geholt, der passt.
Und das funktioniert super, weil das läuft dann einfach darunter. Der heiße Dampf geht zum Unterboden und tropft dann dort ab. Alles super. Also, mein Liebling Bob ist wieder voll einsatzbereit und ich war auch unterwegs. Und jetzt kommen wir zu unterwegs. Denn unglaublich aber war, ich habe mich auf eine Annonce gemeldet, wo ein Mensch geschrieben hat, er sucht Leute für Lost Place und Entdeckungen. Liebe Grüße gehen raus an Danny. Ich weiß, du guckst auch ab und zu rein. Ganz liebe Grüße. Deswegen erwähne ich das, Danny, weil für mich ist es auch was Besonderes. Also, Danny, wunder dich nicht. Ne? Jedenfalls habe ich mich da gemeldet, weil was habe ich zu verlieren? Wenn irgendein Mensch in meiner Nähe Leute sucht für Lost Place und Unternehmungen, so Entdeckungen, Natur, Lost Place, allen drum und dran, dies, das, Ananas. So, und viel geschrieben. Irgendwann habe ich angefangen, Sprachnachrichten zu schicken. Irgendwann habe ich auch dann zugegeben, dass ich halt diese Videos hier mache und alles. Und dann haben wir uns getroffen und wie der Teufel will, ich war unterwegs im Landkreis und habe mit einem Paar gesprochen. Ein Mann, einer Frau und ein Hund und tolle Unterhaltung gehabt. Und dort hat man mir gesagt gehabt, dass der Sohn auch totales Interesse an dem Gebiet hat, bla bla bla, und man hat so gequatscht und immer länger und länger, so. Und dann war für mich das Thema durch, weil ich hatte meine Infos, das war eine schöne Unterhaltung, ich fand das echt, echt angenehm, echt klasse. Das habe ich ihm beim ersten Treffen erzählt. So, ne, ja, ich habe ja auch mal da und da war ich und habe das so ein bisschen erzählt und mal noch, oh, dann hast du meine Eltern kennengelernt. Jo, das waren seine Eltern. Monate, viele Monate später, nachdem ich da unterwegs war, an so einem Teich und gefilmt habe und so, ne, schaltet er eine Anzeige und sucht Leute, mit denen man mal raus kann. Wir treffen uns, ich erzähle das und es sind seine Eltern. Ey, voll cool. Ey, das sind so Sachen im Leben. Die haben eine Bedeutung. So. Weil Arschlöcher trifft man den ganzen Tag. Man geht vor die Tür und das Erste, was man sieht, Arschloch, 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 Wichser, 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 wo man echt nur kotzen kann. Das ist so. Wenn ich jeden, der ein Arschloch ist, eine verpassen würde, dann würde man mich nie wieder in den nächsten 10.000 Jahren aus dem Knast lassen, weil ich dauernd um mich schlagen würde. So viele Arschlöcher laufen draußen rum. Ganz, ganz schlimm. Jedenfalls richtig toll und macht richtig Spaß und echt liebe Grüße. Geiler Typ, Alter. Echt cool drauf. Freut mich wirklich. Alter, ernsthaft, freut mich richtig. Und jetzt gehen wir gleich weiter, weil ich bin ja der Meister der Überleitung. Arschlöcher! Hey, was ist denn hier in Deutschland schon wieder los? Wenn ich denn mitkriege, kleines Kind niedergestochen? Interessant. Erste Meldung, Syrer. Was ich jetzt sage, ist natürlich nur, was ich so mitgekriegt habe. Erste Meldung, syrischer Mann sticht Vierjährige oder was da war. Ne, nimmt das jetzt nicht alles wörtlich, aber ich habe so einige Meldungen erhalten, dass die erste Meldung revidiert worden ist, wo dann auf einmal die Nationalität weggenommen worden ist und dann nur noch Mann stand. So. Erst war klar, wer es ist, woher kommt. Auf einmal ist es nur noch wichtig, dass es ein Mann ist. Wo ich sage, so, nee, ist es nicht. Weil viele Leute immer noch komische Gedanken haben. Aber davon ab, dieses Thema ist böse. Und ich werde meinen ganzen Hass und Hetze werde ich natürlich rauslassen bei so einem Thema. Nehmt euch auch ein Getränk. Ich hau mir ja auch nebenbei lecker Weinbrand-Cola nebenbei rein, weil es ist unser Sonntag, Sonntag, Sonntag.
Montagmorgen, wie immer, eigentlich, ja, 7 Tage die Woche, kurz nach 4 Uhr morgens stehe ich auf, also so oder so. Ne? Aber morgen geht es wieder auf die Straße mit Verantwortung für Menschenleben, wo ich das sehr ernst nehme. Und deswegen nehme ich mir halt den Nachmittag für ein schönes, kühles Weinbrand-Cola-Getränk, für ein schönes Video, für die Leute, die es interessiert. Und damit ist gut. Also, Prost, meine Freunde. So, und jetzt wieder zum Thema. Dieses, wir veröffentlichen die Nationalität eines Gewalttäters. Und dass denn kurze Zeit später Medien, ich weiß nicht warum, ich weiß es wirklich nicht, ob die telefonisch benachrichtigt werden, so von wegen, ey, tut uns bitte einen Gefallen, da nimmt mal die Nationalität raus, weil die ist ja unwichtig, weil das könnte ja nur der AfD oder den Nationalisten oder den Patrioten helfen und wir wollen ja dieses ganze Land in linksgrüner Scheiße ersaufen. So denke ich über diese Thematik. Weil mir ist es schon wichtig, ob das irgendein genetisch Fremder ist, der in dieses Land gekommen ist für ein besseres Leben, für einen tollen Job oder weil er vor Krieg und Gewalt flüchtet. Weil jeder, der Krieg und Gewalt erlebt hat, in dieses Land kommt, illegalerweise, weil normalerweise hat ja gar keiner mehr was zu suchen. Das meine ich ernsthaft, die haben ja alle nichts zu suchen. Denn kommst du in Europa in einem Land an, musst du da bleiben. Und kannst nicht einfach hier nach Deutschland kommen, weil du sagst, ja Deutschland, das ist ja das heilige Land. Nein, ist es nicht. Deutschland ist das Land, wo Illegale und diese Islamanhänger und dieser ganze Rotz irgendwann wieder alle rausfliegen oder sterben. Das ist Fakt. Das wissen wir alle mittlerweile, dass das nicht gut ausgeht für diese Menschen. Und auch für ihre Familien nicht. Es ist Blödsinn zu denken, alle können herkommen, hier machen, was sie wollen und ja, yippie, alles ist gut. Nur weil wir jetzt einen Haufen Pflegefälle, die zu doof sind, ihren Namen zu tanzen, in der Bundesregierung haben. Einen Haufen Deppen, die nicht wissen, wovon sie reden. Und auf die Leute, die es wissen, nicht hören. Wenn die Polizeiorganisation, Polizeigewerkschaften, Dienststellenleiter, wenn die sagen, hier, wir haben Probleme, das und das ist scheiße. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen freie Hand. Und Politiker sagen, ja nee, so einfach ist das nicht. Wo ich mich frage, so, warum nicht? Wo ist das Problem? Die Krawalle in Neukölln, die da sind zu Silvester. Wo ist das Problem, mal einen riesengroßen Erstschlag zu machen, das Ganze, den ganzen Stadtteil abzuriegeln, keiner kommt raus und da mal wirklich eine Massendurchsuchung zu machen und einfach mal jede Wohnung und alles, was nicht deutsch ist, biologisch deutsch, genetisch deutsch, einfach mal Hallo zu sagen, mal zu gucken, so, sag mal, mit wem habt ihr denn Kontakt? Habt ihr Waffen im Haus? Was ist mit euren Geldquellen? Habt ihr Kohle? Wenn ja, woher ist das Geld? Kommt es illegal ins Land? Macht er Schwarzarbeit? Handelt er mit illegalen Scheiß? Einfach mal einen Rundumschlag machen. Das würde auch Leute mal vielleicht ein bisschen abschrecken, die sich hier verdammt sicher fühlen im Land. Nein, Politiker sitzen dann schön mit ihrem fetten Arsch, ihren Personenschutz in ihren schönen Stadtteilen und sagen sich, naja, wir müssen tolerant sein und wir sind alle so bunt und ja und Nationalität und so, das ist ja alles scheißegal und
Ach nee, und die deutsche Polizei soll ja auch keine Flagge zeigen. Was ist denn das für ein Dreck? Es ist immer noch die deutsche Polizei, nicht die Polizei für irgendwelche Fremden, die herkommen und der Meinung sind, sie wollen ja, können ja machen, was sie wollen. Kinder erstechen. Denkt mal zurück, Freunde der Nacht. Mit den zwei Mädels. Eine tot, eine schwer verletzt. Weil der Typ einen Vollschatten hatte. Und immer heißt es, ja, das sind Einzelfälle. Es gab eine richtig geile Website. Migrantencrime. Also Migrantengewalt. Da war alles aufgelistet, was Migranten und Zuwanderer an Gewalttaten machen. Man konnte ranzoomen, an der Stadt gucken. Da stand bei. Männlich. Welche Nationalität? Was für ein Verbrechen? Alter. Alles, was bekannt war. Ja, und das Ding wurde abgeschaltet. Abgeschaltet. Das wurde dicht gemacht. Wegen, das ist Hetze und Aufwiegelung. Wo ich sage, so, nee, es ist keine Aufwiegelung. Ich will wissen, wenn mein ausländischer Nachbar ein Krimineller ist. Wenn der, weiß ich nicht, Kontakte hat zu irgendwelchen Islamisten-Dreck oder irgendeinen anderen radikalen Scheiß. Das möchte ich wissen, weil der muss ich nämlich von ausgehen, dass dieser Mensch immer bewaffnet rumläuft. Und wenn ich davon ausgehen muss, dass der Mensch bewaffnet rumläuft, werde ich auch bewaffnet rumlaufen. Ganz klare Kiste, Aktion, Reaktion. Und das ist das, was mich ankotzt. Man lässt uns hier im Unklaren und man kriegt es nicht gebacken, die Scheiße unter Kontrolle zu kriegen. Mich wundern, ich drehe mir gerade eine Zigarette nebenbei. Weil an einem schönen Sonntag, so, und an einem schönen Video, also schön, dass ich mir die Zeit jetzt nehme, nicht schön vom Inhalt her, da rauche ich nebenbei gerne eine Zigarette. Und ja, ich kenne die Kritik und ja, einer der Schuljungs, die ich fahre, hat mich auch schon gefragt, so, weil er mich mal gesehen hat, aber auf meinen Kanal nicht mehr kommt, weil er nicht mehr weiß, wie der hieß und wo er mich findet. Und mir ist die Verantwortung insofern schon bewusst. So, ich habe es ihm gesagt, ganz klar, nein, von mir wirst du nicht erfahren, wo du Videos von mir siehst und ich möchte das auch nicht. Und den einen Morgen war seine Mutter, bringt immer die Schultasche so Richtung Auto und alles. Und dann habe ich auch mit ihr geredet und ganz klar gesagt, meine Empfehlung. Erstens, wenn ihr dasselbe Medium benutzt, Laptop oder so, ne, und sie hören meine Stimme, bitte ausschalten. Und dass ich das auch nicht möchte, weil der Junge zu jung dafür ist und es ganz wichtig ist, seine Kinder im Internet halt auch zu schützen. Und das ist jetzt nicht irgendwie dahergelabert, das ist so, weil erstens nehme ich meinen Job sehr, sehr ernst und zweitens ist es auch so, dass wenn ich so rede, wie ich rede, ich bin kein Mensch, der gerade wenn ich in Rage komme, viel nachdenken. Ich baller das raus, wie es in mir drinne brodelt. So. Und ich möchte halt auch nicht, wenn ich sowas mitkriege, dass Menschen, die viel zu jung sind oder einfach zu doof, mich als Beispiel nehmen für Äußerungen oder Taten. Definitiv, das möchte ich nicht. Andersrum kann jeder machen, was er will. Wenn jemand mich als Beispiel nimmt, meine Sachen zitiert oder so, mach, wunder dich aber nicht, wenn du einen aufs Dach kriegst. Mir ist das alles bewusst. Ich selber bin nie unbewaffnet. Zum Beispiel, man sieht mich nie ohne eine Waffe, wenn ich mich irgendwo bewege. Und das hat aber nicht jetzt
mit so meinen Videos zu tun. Das ist schon von vorher, weil es schon mal Vorfälle gab in meiner frühen Jugend, die alles andere als schön waren. Unter anderem hat man mir mal, ein Kumpel hat mir mal aus Spaß einfach mit einem Luftgewehr und Jagddiabolos, weil er Langeweile hatte, er wusste, ich besuche ihn und er dachte nichts Besseres, oben aus dem ersten Stock auf mich zu schießen. Ja, hat getroffen, war kacke, steckte im Bauch drin. Narbe habe ich heute noch, ist blöd gewesen, weil, mein gut, dass das Luftgewehr halt, ja, die vorgeschriebene Leistung hatte, als er geschossen hat und ich nicht noch irgendwie 20 Meter näher war, weil dann wäre es ernsthaft problematisch geworden. Deswegen, also man muss immer so ein bisschen gucken, ne? Also, nicht, dass man jetzt denkt irgendwie, ne, immer so, ja, hier, der macht da, was er will. Ich mache mir schon Gedanken über allen möglichen Scheiß. Genauso wie ich mir Gedanken mache über unsere politische Situation in diesem Land, mache ich mir auch Gedanken über das Umfeld, was man auch der Jugend geben kann. Und der Jugend sollte man linksgrünes Drecksgewäsch nicht geben. Nein, seid stolz auf das Land. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Holt euch Aufnäher, batscht euch die drauf, geht raus. Wenn irgendwer sagt, ey, du bist Nazi, dann sagst du einfach so, okay, wenn du denkst, ich bin einer, bin ich einer. Finger zeigen, leck mich am Arsch und weitergehen. Fertig. Ernsthaft. Oder der beste Spruch, ja, den mache ich immer. Ich bin nach 1945 geboren, ich schulde der Welt einen Scheiß. Weil es einfach Fakt ist. Ich schulde als Deutscher für die Sachen, die in den Geschichtsbüchern drinne stehen, die dort stehen, die heute der Jugend gelehrt werden. Warum soll ich denn in irgendeiner Weise für irgendwas schuld sein? Ich habe da nicht gelebt. Gar nicht. Ich kann nicht sagen, was ist richtig, was ist falsch. Ich habe dort nicht gelebt. Aber meine Pflegeeltern haben zu der Zeit gelebt. Meine Pflegemutter hat vieles selber mitgekriegt. Also hatte ich von Haus aus auch eine andere Erziehung, die sich nicht auf Geschichtsbücher stützt oder irgendwelche Möchtegern-Experten, die einen erzählen, so und so war das, die aber zu der Zeit gar nicht gelebt haben. Sondern ich hatte von zu Hause aus eine Erziehung, wo man aus erster Hand direkt gesagt bekommt, was Phase ist oder war. Und das hat alles angefangen, mit 13 Jahren hatte ich meine erste Gaspistole zu Hause. So, billig gekauft für ein paar Mark, damals D-Mark. Ja, das Ding war aber kaputt. Ich habe es durchgeladen, das Ding hat sofort geschossen und einen Brandfleck auf den Teppich gemacht. Meine Pflegemutter kam hoch und das Erste, was war, die war kreidebleich und hat gesagt, sie will nie Waffen im Haus. Da habe ich gesagt, warum nicht, was los? Und da hat sie gesagt, meine Mutter, deine Oma, die wurde vor meinen Augen von den russischen Horden in unseren Hausflur erschossen. Die haben alle vergewaltigt, die haben nur gemordet. Das waren die Russen. Und die haben meine Mutter, deine Großmutter im Hausflur erschossen. Und ich stand oben auf der Treppe und musste es angucken. Nur mal so ein bisschen geschichtliches, familiäres. So. Also, wenn ich Sachen sage, hat das auch seine Gründe. Ne? Zurück zum Thema. Ja, und jedenfalls haben wir das ganz große Problem, ich halt das Gefühl habe, dass halt immer wieder versucht wird zu verschleiern, wo Täter herkommen. Und das ist ganz wichtig. Wir müssen wissen,
Welche Nationalitäten sind die Messerstecher, die Vergewaltiger, die Räuber, die Mörder? Und wir haben als Deutsche auch ein Recht zu sagen, diese ganzen Nationalitäten, diesen ganzen Abschaum, den wollen wir nicht. Wie gesagt, das ist genau das, wenn man eine eigene Wohnung hat oder ein eigenes Haus oder ein eigenes Grundstück. Da kann ich auch entscheiden. Du bist Südländer, ich will dich nicht auf mein Grundstück. Fertig, verpiss dich. Gehst du nicht runter, klopp ich dich runter. Ist mir doch scheißegal. Will ich nicht. So, dann kommen Leute, alles Rassismus. Er sagt, nee, falsch. Der Glaube, wer an die Scharia glaubt, wo das höchste Gesetz ist, das ist mit uns hier christlich-westlich nicht zu vereinbaren. So ein Mensch darf hier nicht bleiben. Der muss raus. Also alle einsammeln, ab aufs Schiff, wie ich schon mal gesagt habe, auch die ganzen Illegalen. Man sagt ja immer, es sind ja nicht so viele. Also meine Zahl, wenn ich wirklich nachgeforscht und immer wieder geguckt habe, wie gesagt, ich bin weit über 240.000 mittlerweile, die raus müssen, die hier nichts zu suchen haben. So, und dann kommen die Leute mit, ja, wir haben ja Wohnungsnot in Deutschland, ja, dann nimmt doch mal die 240.000 Leute und Eltern, dann schmeißt ihr raus, samt Familie, alles, weg. Dann sieht es auch hier mit den Wohnungen wieder besser aus und dann sieht es auch besser aus mit dem Sozialsystem. So, und wer sich weigert, Alter, das ist doch scheißegal. Mal ernsthaft. Warum wird immer so ein Heckmeck gemacht? Von wegen so, ja, wir haben 1000 Gesetze. Ja, 1000 Gesetze. Ernsthaft, seid ihr alle bekloppt? Nee. Ernsthaft, einfach durchgreifen. Hammerhart. Fertig. Und dann ist die Thematik auch irgendwann vom Tisch. Und wenn die linksgrüne Rotze endlich auch verschwindet, vielleicht schwarz-blau endlich mal da ist, was sehr gut wäre. Und wenn Herr Lindner ein bisschen Geistesverstand hätte, dann würde er auch sagen, schwarz-blau, FDP ist auch mit dabei, so, dann hätten wir eine stabile, konservative, vernünftige Regierung, die auf Profit für unsere Wirtschaft da ist und unsere Werte verteidigt, die wir hier haben. Und nicht dieses ganze Multikulti, bunte Dreckscheiß, was hier alles kaputt macht. Hört sich böse an? Ist auch so. Hallo, ich bin Hass und Hetze, verdammte Scheiße. So muss das sein. Oder habt ihr was anderes erwartet? Nein. Hass und Hetze, das ist doch genau das, was wir haben wollen. Das, was wir auf den Sonntag brauchen, es ist Hass und Hetze. Und nicht irgendwie einen, ich schleudere mir ein, hau mir dabei immer schon im Hinterkopf und freue mich. Nein. Vernünftiges, ganz klares Bild von Hass und Hetze. Das ist das, was wir brauchen. Ja, und da die meisten es nicht machen, habe ich meine Berufung wohl gefunden. Wenn man sich alle meine Videos anguckt, glaube ich, ist das schon ganz gut. Und dadurch, ne, durch die letzten Ereignisse in den letzten, sagen wir mal, 6 Wochen, habe ich gesagt, ja, Hass und Hetze ist doch genau das, was perfekt zu mir passt. Also kann man immer noch mehr erwarten von meiner liebenswürdigen, zuvorkommenden, so menschenfreundlichen Art. Oh mein Gott, ich habe einen heiligen Kranz aus Scheiße über den Kopf. Aber es macht Spaß. So, also, das war das. So, neues Video ist auch aufgenommen. Ich war mal wieder unterwegs. Ist jetzt schon 2 Wochen her, glaube ich. Glaube ich ernsthaft. Leute, denkt dran, Rauchen ist scheiße. Man muss ja auch mal ein bisschen, ne? Ihr wisst schon.
Nee, aber ernsthaft, ich war unterwegs vor 2 Wochen, war ganz cool, hab einen Ort aufgesucht, auch im Prinzip ein Lost Place. Und war sehr spannend, denn ich hätte fast eine Frau umgefahren. Diese Frau ist reichlich doof. Ernsthaft. Es ist eine Landstraße. Ich fahre mit zwischen 60 und 70 schwankend da lang. Ich sehe von Weitem eine Frau mit 2 Hunden auf dem Fahrrad. Sie fährt und fährt. Umso näher ich komme, schön laut Musik an. War richtig gut. Schön Stahlgewitter. So schön am Mitsingen, Stahlgewitter läuft. Ich fahre und will dahin fahren. So und ja. Und die, umso näher ich komme, umso mehr kommt sie auf meine Richtung rüber. Ich bremse ab, sie kommt weiter rüber. Ich bremse ab, sie kommt weiter rüber. Ne? Also ich fahre von mir aus linke Seite und sie kommt immer weiter zur Mitte. Ihr Hund auf ihrer, von ihr gesehen, linken Seite, rechten Seite, von mir ganz links mit einer langen Leine. Der hatte so, was macht die denn da? Die sieht doch, dass ich hier angefahren komme. Dann wird die kommt die noch weiter rüber, dass ich abbremse bis auf knapp 15. Immer weiter fahren, immer weiter. Und ich hatte ja mein Fenster offen und sie schreibt mich an, langsamer fahren. Und ich so, halt die Fresse, bist du bekloppt? So, sie brüllt irgendwas, ich verstehe nichts, ich gebe Vollgas und baller weiter. Ne? Und da war ich auch so ein Augenblick verwirrt, wo ich nur dachte so, hätte sie es gemacht, wenn sie nicht ihre 2 Hunde dabei gehabt hätte? Und was wäre passiert, wäre nicht dabei, ich wäre ausgestiegen und hätte die Alte vom Fahrrad runtergezogen. Weil, ne, Gleichberechtigung. Wäre es ein Typ gewesen, ohne seine 2 Hunde hätte ich den auch vom Fahrrad runtergezogen. Für seine scheiß Aktion und für seine große Schnauze. Hätte ich bei ihr auch gemacht. Bin ich ehrlich, ja, dann hätte ich einfach mal ganz schnell raus, hätte sie am Gepäck wieder festgehalten, wäre sie stehen geblieben, hätte ich sie mir geschnappt und hätte gesagt, Alter, was soll denn das? Du kleine Fotze. Weil ich habe abgebremst. Es gibt aber auch Leute, die würden vielleicht nicht abbremsen. Die werden einfach durchgeballert und werden den Hetz geknallt. Alleine auf die Gegenfahrbahn mutwillig rüber zu gehen, um ein Auto zum Anhalten zu bewegen, ist schon reichlich dumm. Reichlich dumm. Dann das auch noch zu machen, wenn man Tiere dabei hat, wenn ein Auto kommt, eine sehr lange Leine von über 3 Metern dabei zu haben, was wäre gewesen, der Hund durch irgendeinen Grund, der sieht da drüben irgendwo einen Vogel und rennt einfach auf die Fahrbahn vor ihr einfach rüber. Und ich hätte einen Hund angefahren. Das wäre schlimm. Um den Hund würde es mir ernsthaft wehtun. Um die Alte nicht. Ne, weil ich meine, die Alte hat echt einen am Sender. Das ist irgendwie so eine Waldorf-Tussi, die nichts in der Birne hat. Oder eine von den grünen Wählerinnen. Kann ja sein. So, die sehnt sich nach dem Gras, nach den frischen Erdboden, wo man sie einbuddelt, weil sie einfach zu doof ist und sie anfahren lässt. Hört sich böse an, ist aber so. Ne? Also das war echt dumm. Aber da habe ich, wie gesagt, nachdem ich denn da war, mich abgeregt habe, schönes Zigarettchen geraucht, alles, habe ich da ein bisschen gefilmt. Und war gut, ernsthaft. Problematisch ist, da ich viele Sachen nicht mehr weiß, wann ich was gefilmt habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich an dem Ort schon mal war. Das heißt, ich muss das da, was wir jetzt hier machen, kommt wie immer dort an die Computeranlage, dann kommt es hochgeladen und dann werde ich auch mal gucken, ob ich schon mal dort ein Video aufgenommen habe. Wenn nicht, kommt es rein. Wenn ja, dann habe ich dort schon mal gefilmt und dann brauche ich es ja nicht doppelt hochladen.
Weil für einen Erstbesuch wäre das Video von vor 2 Wochen schön. Für einen Zweitbesuch ist es ehrlich gesagt zu langweilig. Weil ich habe mir nur die ganzen Sachen angeguckt, habe ein bisschen erzählt. Weil ich halt dachte, ja gut, ich habe Langeweile, ich bin in der Nähe. Nehme mal ein Video auf, weil ich mir nicht mehr sicher bin. So, und ich mache meine Computeranlage nur an, wenn ich halt ein Video aufnehme und mich ransetze. Ansonsten lasse ich den aus, weil, seien wir ehrlich, die Stromkosten sind einfach zu hoch, eine komplette Computeranlage hochzufahren, um dann ja, die ganze Kacke einfach laufen zu haben, ohne Sinn und Verstand. Ich weiß nicht, wie ihr eure Stromverträge habt, aber umso weniger Strom man bezahlen muss, umso mehr Geld hat man Ende des Monats übrig. Ganz einfache Rechnung. So, aber, ganz wichtiges Aber, es wird demnächst auch wieder, wo mein Auto heile ist, endlich, neue Videos geben. Ich habe 2 neue Orte, wo ich gerne hinfahren möchte, die ich gerne angucken möchte, Video drehen möchte, alles. Und die stehen schon ein bisschen länger auf meiner Liste, wo ich dachte, ja, das wird, ne, aber mit kaputten Auto zu fahren ist, ne, wisst ihr selber. Wenn man losfährt und man weiß, man könnte liegen bleiben, man kommt vielleicht nicht mehr nach Hause, ist scheiße. Also wird da was kommen. Ich kann nicht versprechen, wann. Aber es kommt. Also 2 kommen definitiv. Und ich habe auch noch Material auf meiner Festplatte. Das wird auch noch zurechtgebastelt, so dass man sich das echt gut mal angucken kann. Dazu habe ich noch vor, einen schönen Sound zu haben. Da muss ich aber noch mit dem dazugehörigen Rechteinhaber telefonieren, weil die Band, wo ich mir den Sound ausgesucht habe, die haben natürlich eine Plattenfirma und da muss ich halt höflich anfragen, was es mich kostet und ob es mich was kostet, wenn ich so ungefähr eine 30, sagen wir mal 25 bis 30 Sekunden Passage benutze. Denn ich möchte natürlich auch nicht, dass ich mir Musik nehme von einer Band, die bekannt ist, damit ihr Geld verdient, aber nicht so groß ist, dass es denen egal ist. Sagen wir es so, die Band ist nicht so groß, dass es denen egal ist, wenn ihre Musik von irgendwen einfach fremd benutzt wird. Und das ist eine Sache von Respekt und halt Ehrlichkeit, sich denn bei dem Management zu melden und zu fragen, hier, ich möchte gerne aus dem Lied von Sekunde Punkt, Punkt, Punkt bis Sekunde Punkt, Punkt, Punkt diesen Part mir aus dem Lied ausschneiden und als Intro-Sound mit benutzen. So. Ja, das will ich mal probieren, weil vielleicht habe ich Glück. Wenn Nein gesagt wird, dann weiß ich halt, darf ich nicht. Und dann mache ich das halt auch nicht. So, das sind erstmal die gesamten Infos aus der letzten Zeit. Also nicht die gesamten. Wir könnten jetzt 2 Stunden sitzen. Ich hätte noch einiges, was ich erzählen könnte. Aber muss ja nicht sein. Muss ja wirklich nicht sein. Nicht übertreiben. Also, liebe Leute, den Abschiedskuss gab es mal früher. Macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Ist klar. Und wer mich kennt, weiß, oh mein Gott, er ist schon echt böse. Also, naja. Passt auf eure Mitmenschen auf eure deutschen Nachbarn, achtet auf euch selber, die Zeiten sind gefährlich. Und ja, und wenn es Updates gibt, was Neues gibt, was wichtig ist, entweder
Instagram zum Beispiel findet man mich. Kann man mal gucken. Kommt nicht oft was, aber ab und zu kommt mal was. Wirklich nicht oft, weil ich bin nicht so der große Typ, der irgendwie, ne, ihr wisst schon. Aber wenn da was drin ist, dann hat das schon seine Gründe. Und ja, ich hoffe mal, bis bald. Bye!